Er wollte mich jetzt eigentlich, ist das jetzt, ja, boah. Ah ne, guck mal, nee, guck mal weg, guck mal kurz weg. Nee. Kevin! Warte. Kevin, was mit dir? Was machst du denn schon wieder hier? Ich dachte, wir hätten heute mal ein bisschen Ruhe vor dir. Bist du mit dabei? Komm, warte mal ganz kurz. Ich hab schon eine ganz feuchte Linse, habe ich schon. Besser spielt als nie. Der Nico ist wieder am Start, der ist gesund. Hi, hallo, Wir können ablegen, sag ich mal. Und ist dir eigentlich schon meine neue Tourhose aufgefallen? Jede neue Tour gibt's eine neue Hose. Und das ist mein Modell für diese UK-Tour. Ja, warum sind die alle? Übrigens, Christian, das machen wir nicht jetzt, ne? Aber wir diskutieren gleich nochmal über den Touchscreen. Da hat er kein Touchscreen! Christian, er hat kein Touchscreen! Ich sag dir was. Das Ding, kannst du es dir vorstellen? Was hat das Ding nicht? Christian, er hat kein Touchscreen! Touchscreen hat er nicht. Hey! Übrigens, vielen Dank für eure vielen Nachrichten. Ich weiß jetzt, dass man das anders ausspricht. Hast du eigentlich Nachrichten gekriegt? Ja, ein paar. What's poppin'? We are back on tour. Just like going around the England, ne? Jetzt gerade ziehe ich ein. Umzug. Da muss also Mr. Hollywood auch alleine machen, ja? Ja, ja, ja. Du weißt, international ist alles gut, ne? Sachen da am Boden bleiben ist wichtig. Ich meine, der Erfolg und der... Stay on the ground, der, ne? Der Ruhm und so, der you have to stay on the ground. Stay hast du recht. Ja. Ist wichtig. Feeling the food on the floor, ne? Ja. Ist important. Weil wenn du fly high, you fall down fast. You fall deep, ne? You fall deep, ne? Mag ich hier ab? Ach Christian, guck mal, wir haben hier so eine Flasche bekommen. Ich kenne mich nie aus. Das ist also Champagner, so ein Getränk. So ein Blubbergetränk, sag ich mal. Weil wir haben ja, Techno ist ja auf 1 eingestiegen in Deutschland. Und wir stoßen heute mal an. Also vielen Dank an unser Label, Central Media, Sony. Die Vorbereitung, da haben wir alle unser größtes Herzblut reingesteckt. Ne? Und ich sage euch, das ist auch nicht von jetzt auf gleich passiert. Wie lange haben wir denn da dran gesessen? Richtig so, lange. Und das Ding ist einfach, da wahre Arbeit zahlt sich am Ende immer aus. Das zahlt sich immer aus. Hört. Ich sag euch, aber diese ganze Arbeit ist nichts wert. Ohne die passende Passion! Ja! War das Passion! Ja, Mann, ja! Sagt mir doch mal, wie gerne ihr einen Job habt! Ja! Ja. Job? Aber wir hauen den nicht einfach nur für Nummer 1 Album raus und für eine geile Tour und Festival-Sommer, sondern das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, ist der Geburtstag von, wie heißt du nochmal? Von Bolo Jungs und Mädels. Und gleichzeitig, ne? Auch sein letzter Arbeitstag. Ja. Oh, happy birthday, lieber Bolo. Happy birthday to you. Damit möchte ich den Leuten jetzt mal sagen, wo wir sind. Ja, ich hab gar keine Zeit, wir essen sich so. Meinst du eine Birne? Nee. Okay. Nur scheiße zu interessieren, wo wir sind, oder? Du tust so, als wenn wir schon um 3 Uhr aufgestanden wären, dann eine Stunde an der Grenze gestanden hätten, fast 2. Dann nochmal 2 Stunden die Fähre. Du tust so, als wenn wir noch danach noch die Fähre verpasst hätten. Ja. Und dann 2 Stunden im Bus warten. Weiter. Nur um dann später auf die Fähre zu gehen. Ja. Und dann morgen wahrscheinlich auch Stunden später an der Venue anzukommen. Danke. So verhältst du dich gerade. Ja, danke. Siehst du, man muss gar nichts mehr erzählen. Da kommt alles mittlerweile schon automatisch von dir jetzt. Also Brexit war eine Mega-Idee. So, liebe Reisegemeinschaft. Gute Nacht, John Bob. Ich wünsche euch eine gute Nacht, ne? Gute Nacht. Ja, gute Nacht, Pascal. Gute Nacht, Daniel. Gute Nacht, Kevin. Kevin. Nacht. Nico. Gute Nacht. Nico, gute Nacht. Gute Nacht, David. Dann Daniel. Gute Nacht, Daniel. Nacht, Christian. Nacht. Nacht, Pascal. Nacht, Daniel. Nacht, Daniel. David? Nacht, Daniel. Nein. Ich habe wirklich was Interessantes zu erzählen. Der Kevin hat einen Witz noch zu erzählen. Scheiß auf eure Witze, der Quara konnte nicht viel, Alter. Ist das dieser Triple Chocolate Muffin? Den willst du dir jetzt reinknallen, vorm Schlafen gehen. Ja, sicher. Was du sagst.
Nee, Alter. Das kann ich nicht vom Schlafen gehen. Nein, ehrlich. Nee, ehrlich. Nee. Der Rest ist schon später. Also, ja. Gib noch eine Runde zwei, Christian. Ich bin da. Ich bin da. Oh, Nico. Ja, was soll ich dir sagen? Dann ist es jetzt hier, oder was? Ja, ohne Mist jetzt wirklich mal Butter bei der Fische. Ich finde, also ich bin höchst überrascht. Oder? Also ich bin hier reingekommen so, dachte erst so, ja, von außen sieht das jetzt nicht so lecker aus, ne? Einfach eine ultraschöne Venue, Alter. Wo sind wir denn heute? Welche Stadt denn? Wir sind in Nottingham. Nottingham? In Nottingham. Ja, 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 ja. Also Nottingham kommt von Nothing und Ham, ne? Und das heißt ja so viel wie der Nicht-Schinken. Ne? Wir sind also quasi in Nicht-Schinken. Ich glaube, hier leben auch nur Vegetarier. Bin mir nicht ganz sicher, aber Nottingham. I said go away! Hallo, David. I don't... Private sphere. Private sphere? A little bit private sphere when I stay here, when I go to toilet, when I stand up from the bus. Musst du da kacken? I know... No kaka kaka. Pipi kaka. For me, as an international stage. Hörst du mich? Ich höre dich gut. Gut, gut. Das sind die Dinger, die ich jetzt tragen muss, ne? Wegen der Ohren, ne? Ja, genau. Hörst du mich? Ich höre dich gut. Gut, gut. Ich höre... Was? Der Doktor hat gesagt, du darfst nichts reinstecken, ne? Ja, genau, genau. Ja. Also ja, nee, so offen gelassen hat er nicht. Ich darf schon noch, also, ne? Penis und so, ne? The show was very pretty well. I have to go to a shower right now because I 2 days I not showered, ne? And the English people here all in England, ne? United Kingdom are awesome. There was me as a native speaker in English. That was pretty good. You all motherfuckers are amazing. So good tour. It was
good tour. And we come back to London, techno tour, right? We come back to London to techno tour next year. Be prepared, motherfuckers. We come back because we want to get you on your sack. Yeah, we come back. Techno tour next year. London, I don't know where, Brixton Academy, wherever, I don't know. We play there and we make it to an awesome party and like that. You know what we do when we do it every time. Bye-bye.